Als wir den galäischen Stützpunkt Castrum Abania erobert hatten, machten wir uns auf ins abanische Fen, das Moorgebiet, das die migische Hauptstadt umgab. Wir wurden schon von unseren treuen Verbündeten erwartet, die von überall her aus Eorzea gekommen waren, um Alamigo gemeinsam mit uns zurückzuerobern. Zwanzig lange Jahre stand die Stadt bereits unter galäischer Besatzung. Nun sollte unser Kampf beginnen und mit einem von beiden enden. Freiheit oder Tod. Bevor wir die Strategie diskutieren, lasst mich noch meinen Dank aussprechen. Es bedeutet mir als Megid eine Menge, eure Unterstützung in dieser Schlacht zu haben. Die Lage ist folgende. Die Galear haben sich im stark befestigten Alamigo verschanzt. Sie schonen ihre Kräfte für eine Belagerung. Ob sie auf Verstärkung aus Galemald warten oder eine Falle vorbereiten, können wir nicht abschätzen. Xenos lässt sich nicht in die Karten schauen. In jedem Fall müssen wir die Operation möglichst schnell durchziehen. Ja, in der Stadt sind viele Zivilisten. Wenn wir die Galear auszuhungern versuchen, werden die migischen Bürger die ersten Opfer sein. Genau meine Ansicht. Deswegen sollten wir mit unserem gesamten Heer ausrücken und die Stadt stürmen. Habe ich dabei eure Unterstützung? Ausgezeichnet. Dann zu den Einzelheiten. Die Legion der Unsterblichen bildet die Vorhut, unterstützt von den Bogenschützen und Druiden der Bruderschaft der Morgenviper unter der Führung der ältesten Saatseherin. Dann treten die Truppen von Limsalo, Minsa und Ishgard auf den Plan. Der Mahlstrom verfügt über ausgezeichnete Kanoniere und die Tempelritter über Erfahrung im Einsatz von Ballisten. Sie folgen auf der Schneise, die die Legion und die Bruderschaft geschlagen haben und brechen mit schwerem Geschütz durch das Haupttor. Und was ist mit der migischen Befreiungsarmee? Die Befreiungsarmee dringt in die Wohngebiete im Südteil der Stadt vor und gewährleistet die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Euch als Megiden werden die Bürger am ehesten vertrauen und Folge leisten. Verstanden. Das schaffen wir. Gut. Das ist auch deshalb wichtig, weil von den Wohnbezirken aus ein zweiter Zugang zur Burganlage führt. Wenn wir den kontrollieren, können wir von zwei Seiten angreifen. Vom Haupttor und vom Hintertor. Sobald alle in Position sind, stürmen wir den Palast. Und dort kümmern wir uns um unseren Freund Xenos. Der Bund der Morgenröte dringt ebenfalls in die Stadt ein, um Kriele zu finden und sicher aus Alamigo zu bringen. Haltet euch dann bereit, um einzugreifen, wo es notwendig ist. Vielen Dank, General. Wir werden alles tun, um sie schnell zu finden. Operation Ralgas Komet geht in die Endphase. Freiheit für Alamigo!